Allerseits willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Moni. Viele von euch haben mich gefragt, wo ich Deutsch gelernt habe. Heute besuchen wir gemeinsam meine Universität, die berühmte Peking-Universität. Hier ist der heutige Zeitplan von Germanistikstudenten. Schauen wir mal gemeinsam, wie ein allgemeiner Tag der Deutschstudenten der Peking-Universität aussieht. Lasst uns in den Garten gehen. Schönes Lieb, damit wir sehen, ob der Blumen eher die groß, so euch eure Farb gezeigt. Da sie heut den Tau aufschloss, ihren Pracht noch nicht abneiget. 德语文学的同学都知道德语路德的圣经翻译，但是他还有很多其他的贡献，比如说他的路德的神学，啊，新教神学的基础，还有呢他的Kirchenpolitik，不光是学问，啊，路德的学说还要贯彻到实践中去。 Und die Kapazitäten der Krankenhäuser stoßen erneut an ihre Grenzen. Natürlich gibt es auch sehr viele andere Sprache, Grundkurse und Literaturseminare, aber heute ist die Zeit zu knapp. Wir können nicht alle Kurse filmen. Zentrum für Deutschlandstudien der Peking-Universität lud häufig die bekannten Schriftsteller und Gelehrten an, Vorträge und Austausch mit den Studenten zu machen. Heute Nachmittag gibt es hier wieder eine besondere Veranstaltung. Und vor allem Ihnen, sehr geehrter Herr Botschafter, danke ich Ihnen dafür, dass Sie unser Haus durch Ihren Besuch beehren und dass Sie vor uns sprechen werden. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass ich hier zu Ihnen heute sprechen darf. Es wurde schon von Professor Huang gesagt, dass Österreich und China heuer 50 Jahre diplomatische Beziehungen feiern. Unsere Beziehungen gehen ja jedoch viel, viel länger zurück. Vielen inhaltsreichen Vortrag mit vielen interessanten Details. Ehrlich gesagt, ich vermisse die Zeit an der Peking-Universität ja immer noch sehr. Ich habe hier nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch die Kultur und besonders die Literatur aus dem deutschsprachigen Raum kennengelernt. Was ist Ihre Meinung dazu? Bitte schreiben Sie im Kommentar. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.